Herzlich willkommen in meiner Lubloer Kräuterküche. Jetzt haben wir endlich den Winter hinter uns gebracht und es geht mit großen Schritten in den Sommer hinein. Und ich habe heute einmal ein Gemüse mitgebracht, das Sie auch schon öfter mal gesehen haben in der Gemüsetheke, die Aubergine. Ist ja immer so, was macht man damit? Das ist so ein bisschen gummiartig. Ich zeige Ihnen heute mal eine Variante, wo wir sie in eine Tomatensauce mit einarbeiten und dazu wunderbar gefüllte Zwiebelchen überbacken mit Käse und Bacon. Ja, und dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns als erstes um die Zwiebeln, mal nicht klein geschnitten, sondern mal anders verarbeitet und dann geht's weiter. Hier ist zunächst etwas Fingerfertigkeit gefragt. Zwiebel bis zur Hälfte einschneiden und den inneren Kern vorsichtig herausdrücken. Anschließend die einzelnen Zwiebelschichten entnehmen. Die größeren Schalen nutzen wir zum Befüllen, der Rest landet später in der Soße. Für eben diese schneiden wir zunächst noch eine gute Portion Wunderlauch, eine traumhafte Kombination, die zu Tränen rührt. Ja, Zwiebel und Wunderlauch, also das ist so ein, das sind solche Sachen, da kommen einem einfach die Tränen, aber naja, ist auch bald wieder gut. Wir haben jetzt im Frühjahr, wir nehmen ja gerne das Wunderlauch, jetzt dieses Lauch, das auf dem Brandenburger Wall wächst, das habe ich bei mir ja auch kultiviert im Garten. Ist bald weg, jetzt eigentlich schon so gut wie. Dann empfiehlt sich da schön Schnittlauch oder Schnittknoblauch auch zu nehmen. Das ist so ein kräftiger Schnittlauch, der auch sehr schön winterhart ist und der gut wächst im Garten. Also da kann man natürlich Alternativen nehmen. Oder man nimmt dann ordentlich auch schön Knoblauch und ein bisschen andere Kräuterchen noch mit dazu. Nun brauchen wir Hackfleisch für die Füllung. Magerquark sorgt dafür, dass das Hack etwas fluffiger wird. Dazu Tomatenmark, die Gewürzmischung Tandoori Masala, Salz und Pfeffer. Ei als Stabilisator brauchen wir hier nicht. Die Zwiebel hält alles zusammen. Wir drücken das Hackfleisch in die Zwiebelschalen und ummanteln sie mit Schinken. Ein Rezept, das auch wunderbar für den Grill geeignet ist. Bei uns wandern die gefüllten Zwiebeln allerdings in den Ofen. Das bietet die Möglichkeit, noch etwas Käse ins Spiel zu bringen. Bei 200 Grad wird das Ganze nun 20 Minuten lang knusprig gebacken. Zeit, sich um die Soße zu kümmern. Die Aubergine ist ja so ein Gemüse, da weiß man immer nicht so genau, was macht man damit. Auf jeden Fall sollten Sie Auberginen nie roh essen. Also das ist so eine Sache, man kann es zwar in gewisser Menge, aber ansonsten sollte man einfach, die sind ungenießbar dann für uns und können sogar zu Unwohlsein führen. Also bitte Auberginen immer erst braten oder kochen, wie auch immer. Das oder backen im Ofen, das ist noch eine andere Variante. Wir wollen sie heute in Würfelchen schneiden und dann in der Pfanne mit Zwiebeln anbraten. Und dann wird da eine schöne Tomatensauce draus gemacht. Auberginen, auch wenn sie so eine gummiartige Konsistenz haben, enthalten sehr viel Flüssigkeit, sehr viel Wasser. Und deswegen werde ich meine Auberginen jetzt, wenn sie gewürfelt sind, auch noch einsalzen. Dieses Salz zieht Wasser raus und dann kann man das richtig ein bisschen rausdrücken. Und außerdem hat man dann schon eine gewisse Grundwürzung drin. Früher hat man die Auberginen gesalzen, um die Bitterstoffe, die da drin enthalten waren, rauszuholen. Heutzutage, die Sorten haben diese Bitterstoffe nicht mehr, aber ich habe immer das Gefühl, wenn sie eingesalzen waren und man das ein bisschen ausgedrückt hat, dann sind sie bereit für alle Gewürze, die kommen können und alle Geschmäcker, die sich dann entwickeln können. Und das ist einfach eine sehr schöne Sache, ein sehr schönes Gemüse, auch für Gratins und ähnliche Sachen. Und wir üben sie heute, wir bauen sie heute einfach mal in die Tomatensauce mit ein. Da die Aubergine durch Wasserverlust schrumpfen wird, schneiden wir sie in größere Stücke. Nach dem Einsalzen ca. 10 Minuten stehen lassen, damit das Salz seiner Arbeit nachgehen kann. Nun kommt der Zwiebelrest zum Einsatz. Auch hier darf ruhig gröber geschnitten werden. Zusammen mit Rosmarin und Thymian braten wir die Zwiebeln an. Unsere Auberginenstückchen lassen sich nun einfach ausdrücken. Rein in die Pfanne. Fehlt noch eine Grundzutat, die Tomate. Wir nehmen gehackte Tomaten aus der Dose. Die sind aromatischer, da ausgereifter als frische Tomaten. Salz haben wir schon an der Aubergine, aber etwas Pfeffer darf durchaus noch dazu. Als letztes der Wunderlauch für das Knoblaucharoma. Zum Anrichten baden wir unsere braungebrannten Schinken-Hackfleischzwiebeln in der Tomaten-Auberginensoße.
reichen etwas Brot dazu und wünschen guten Appetit. Der Kräutertipp. In meinem heutigen Kräutertipp behandle ich eine Pflanze, die man zwar an einigen Bächen noch wild findet, aber im Allgemeinen nur noch jetzt im Garten kultiviert anzutreffen ist. Das ist die Brunnenkresse. Die Brunnenkresse mag gerne halbschattige und feuchte Standorte. Aus dem Grunde, diejenigen, die sich die Kräuterspiralen angelegt haben, haben die Brunnenkresse meistens in dem ganz unteren Bereich, wo man auch so eine Feuchtfläche hat. Brunnenkresse hat sehr viel Vitamine. Vitamin A, Vitamin C ist sehr, sehr stark enthalten. Und durch die Senföle, die hier drin sind, das heißt, ist also auch leicht scharf, wirkt es auch wie ein leichtes pflanzliches Antibiotikum. Also ganz viele unserer Kräuter, die wir zu uns nehmen, die eine schöne Schärfe haben, helfen auch einfach dem Körper, bestimmte Sachen zu bekämpfen. Und da habe ich nachgelesen, dass dort die Brunnenkresse eigentlich auch ein sehr gutes Kraut ist. Man kann sie in Salate mit reinschneiden. Ich habe vor vielen Jahren hier auch mal bei Neu 1 eine Brunnenkresse-Suppe vorgestellt. Also wirklich eine ganz schnell gemachte Suppe, wo die Brunnenkresse frisch reinkommt. Ich würde sie so ähnlich wie Petersilie und Basilikum nie mitkochen, weil sie dann wirklich ihre Vitamine und Inhaltsstoffe verliert, sondern sie sollte immer frisch mit dazugegeben werden. Ansonsten ist die Brunnenkresse eine sehr dankbare Pflanze, die sich schön hinlegt und überall wurzelt und verbreitet und auch dann, wenn sie blüht, sich auch sehr willig aussieht. Jetzt nicht, dass man wusch den ganzen Garten voll hat, sondern dass man wirklich auf der Fläche, wo sie ist, dann auch immer wieder neuen Wuchs hat. Also man kann sie schön teilen, auch verschenken und man kann wirklich gut davon essen das ganze Jahr. Eine schöne, leichte, bittere Schärfe, also wirklich sehr, sehr lecker. Im Juni empfiehlt die Kräuterküche Zucchini-Strudel mit gerösteten Pinienkernen und frischen Kräutern direkt aus dem Garten. Zur kulinarischen nur noch eine kulturelle Empfehlung. Am 9. und 10. Juni heißt es wieder Offene Gärten in MV. Neben zahlreichen anderen öffnet auch der Bauerngarten in Lublo seine Pforten für Gartenfreunde und solche, die es werden wollen.